Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn Bekannte, Verwandte, sonst irgendwelche Leute Messer kaufen. Ah, Carbonstahl, Damaskstahl und mein Messer hat 200 Euro gekostet. Das ist ein Messer. Jeder Metzger oder gelernte Metzger, so wie ich, der lacht euch dafür aus. Und ja, Metzger lachen übrigens auch Köche aus für ihre Messer. Das ist Spielzeug. Als Metzger arbeitest du jeden Tag damit oder den ganzen Tag damit, je nachdem, welche Tätigkeit du in der Metzgerei machst. Und da brauchst du ein Werkzeug, ein Teil, was du nachschleifen kannst, vernünftig, was du in die Spülmaschine packen kannst, beziehungsweise in den Waschkorb, wo du vernünftig mit auslösen kannst und nicht irgend so ein Messer mit einem Fantasiepreis. Dankt mir später, guckt erst bitte das Video bis zum Ende, denn heute geht es einmal um Messer. Ja, beim Thema Messer geht mir buchstäblich das Messer in der Tasche auf, könnte man sagen, weil die Leute sich einfach den letzten Rotz kaufen. Und der ist überteuert. Ja, sieht toll aus und eine tolle Marke vielleicht auch dahinter, aber das ist nicht das, womit Profis arbeiten. Hier sowas zum Beispiel. Zwiebo, so wie hier Neudorf oder Dick. Ne? Das sind die Messer, die ihr auch hinter der Fleischtheke liegen seht. Im Schnitt sind die da ein bisschen abgewetzter, weil normalerweise in der Zerlegung, in der Produktion sind die neuen Messer und sind die dann schon über die Hälfte runtergeschliffen, dann gehen die ganzen Messer nach vorne in den Verkauf und da arbeiten die damit weiter. Es sei denn, es gibt da einen spendablen Chef. So ein Messer kostet zwischen 10 und 25 Euro, je nachdem, wo man es gerade einkauft. Und so ein Komplettpaket kriegt man teilweise für 30, 40 Euro. Und da hast du alles mit drin. Und die sind super scharf. Ne? Du gehst hier, du hast deinen Daumennagel, du gehst hier mit lang und wenn das richtig geschliffen ist, dann ist das glatt. So, vorsichtig, schneidet euch nicht. Dann ist es vernünftiger Schliff und dann kann man damit vernünftig arbeiten. Das bringt dir aber nichts, wenn du auf Metall in der Spüle schneidest oder irgendwo auf dem Teller. Zum Schneiden gibt es Holz- oder Plastikbretter. Plastik ist immer geiler, weil man es besser abwaschen kann. Beim Holz ist die Problematik, das wird feucht, die Poren öffnen sich, so, dann wird es wieder trocken, die Poren schließen sich und der ganze Rotz ist in dem Holz drin. So, in der Metzgerei gibt es natürlich so ein Kotelettblock, sage ich mal, so ein Hauklotz. Und der ist auch aus Holz, wird aber jeden Abend mit einem, mit so einem Striegel, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, wir haben die immer einmal abgehobelt und die Späne kommen dann runter und dann ist er wieder frisch. Der wird dann auch immer kleiner mit der Zeit, also man sieht auch richtig Kugeln drin, je nachdem, wie gleichmäßig das abgetragen worden ist. Also Holz ist nicht unbedingt ideal als Brett. Nimm Plastik. Auch in der Produktion, in der Metzgerei haben wir immer Plastik. Auch die nutzen ab durch die Schnitte. Mit der Zeit werden die dann nochmal geschliffen und irgendwann sind die so dünn, dass mal neue kommen. Und ich weiß, das ist Messer, ist so ein richtig blödes Thema. Jetzt kommt Messerjockel oder wie sie alle heißen und Messerprofi XY und ich habe das Buschi-Kraftmesser und keine Ahnung was. Das ist alles totaler Rotz ist das. Nehmt ein einfaches Messer, das könnt ihr easy nachschleifen. Fangt auch nicht an irgendwie mit so einem Schleifstein oder sowas. Ja, das kann man machen, aber richtig scharf kriegst du das an so einem Teil hier. Das ist eine Schleifhexe. Da bist du dann, ja, hast du dann halt mit Wasserkühlung im Schnitt ein Laufband oder ein drehendes Schleifpapier, der Bumsel. Und da kannst du das Messer sauber drauf schleifen, auch gleichmäßig, nicht nur vorne, auch hinten, weil sonst hat man hier diese, nachher diese Verjüngung und wie gesagt, das ist ganz wichtig, auch jedes Mal Material mit abtragen, also auch von der Seite, damit das Messer dann nachher auch lange noch zu nutzen ist. In der Metzgerei, einmal am Tag wird das Messer geschliffen und die sind wirklich richtig scharf. Und ein Metzger muss es wissen, weil er jeden Tag damit arbeitet. So, also mit der Schleifhexe schleift man, dann ist eine Polierscheibe. Damit brichst du einmal den Grat. Hier vorne ist ein ganz feiner Grat drauf. Der wird gebrochen, dann hast du das scharf wie eine Rasierklinge. Und vor allen Dingen, du kannst den Fingernagel rüberziehen und du merkst keinen Widerstand, als wenn das aalglatt ist, wenn das vernünftig geschliffen ist. Gibt es noch andere Messer, Kuttermesser, die man schleift man nur einseitig. Das ist ein bisschen schwieriger. Kann nicht jeder, manche geben es ab zum Schleifen, aber jeder Metzger schleift sein Messer selber und im Schnitt auch für die Damen vorne am Tresen. Und immer mit solchen Dingen. Plastik, abwaschbar, Standardmetall, guter Schliff. Beim Schliff darauf achten, es darf nicht zu heiß werden. Wenn es glüht, ist es schon Mist. Da muss man wirklich Gefühl für haben. Ich glaube, ich hole mir noch mal für zu Hause so eine Schleifhexe, damit ich euch zeigen kann, wie man richtig schleifen kann und wie man damit richtig arbeitet. Und auf jeden Fall,
damit macht man sein Messer scharf. Es gibt hier noch, ich stelle das noch mal demnächst vor, denn ich habe hier gerade zufällig noch so ein Ding liegen. Das sind so Schleifgeräte, das war auch mit dem Schleifband drin. Das ist was für die Hausfrau, so, ne? Dass sie mal ihre Messer wieder durchziehen kann und dass es scharf ist. Das werde ich auch noch mal in einem extra Video vorstellen, aber das ist nichts für den Profi. Da wirst du für ausgelacht. Und das andere ist alles Hausfrauenspielzeug, so wird das genannt. Das hier sind die Dinger. Ich verlinke euch gerne die verschiedenen Marken. So, dann geht's weiter. Da gibt es ja die Geräte. Ich blende das auch mal ganz kurz ein. Ich rühre mal rüber, damit man es besser sieht. So, das ist so ein Teil. Da kann man das Messer gleichmäßig durchziehen und nach unten drücken. Das ist eigentlich kein Messerschärfer. Ja, es schärft das Messer. Es stellt den Grat auf. Ursprünglich kamen die, glaube ich, aus Chicago, die Dinger. Oder gab es die ersten in der großen Schlachterei da und verbreiteten sich da so langsam. Die richtigen kommen eigentlich von Dick. Sind auch echt teuer dafür, dass es ein bisschen Plastik und Metall ist, aber okay, das sind die, die auch funktionieren. Die älteren Herrschaften in der Metzgerei vertrauen noch auf den Stahl. Ich kann es auch auf dem Stahl abziehen. Auch da sollte man einen von Dick nehmen und nicht irgendwie so einen kleinen Karnickelstahl, so nennt man das dann, sondern einen vernünftig großen mit einem roten Griff. Auch den blende ich gerne mit ein. Und das ist eigentlich dazu da, damit man den ganz feinen Grat, der hier noch dran verblieben ist, der so glatt ist, dass man den wieder gerade macht, dass der gerade an der Klinge ist und das dann dementsprechend auch wieder vernünftig schneidet. Und alles andere ist Hokuspokus mit irgendwelchen WMF und damit arbeiten die Profis nicht. Und die müssen es ja wissen, weil wenn du ein stumpfes Messer hast, das geht richtig in die Arme. Also das ist auch gefährlich. Ein stumpfes Messer ist immer gefährlicher als ein scharfes Messer, weil du mit dem stumpfen Messer schnell abrutscht. Ich habe auch schon im Bein drinne gehabt oder hier hinter der Uhr. Wenn man da täglich mit arbeitet, dann gibt es natürlich auch noch die Kettenhandschuhe. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Macht viel Spaß damit zu arbeiten. Ihr braucht dazu nicht nur den Kettenhandschuh, ihr braucht einen Handschuh aus Plastik und drinnen nochmal einen Stoffhandschuh. Man kann es natürlich auch ohne machen, aber es ist schöner für die Hand und komfortabler zu arbeiten. Und man hat die Hand nicht so feucht und nass. Und es wird nicht so schnell kalt. Und alles andere, ganz ehrlich gesagt, ist Hausfrauenscheiße und Geldmacherei. Tut euch den Gefallen, kauft euch diese Dinger hier. Ignoriert die dämlichen Kommentare, die von irgendwelchen selbsternannten Messersammlern und Aluhutträgern hier kommen. Und das Ding, die Dinger sind das 9 Plus Ultra. Also, bleibt sauber, ordentlich und anständig. Lasst ein Abo da. Ciao.